Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem ersten Theaterjournal in der neuen Spielzeit des Anhaltischen Theaters. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Meine heutigen Gäste sind der Schauspieldirektor Herr Dr. Alexander Kohlmann, herzlich willkommen, und der Regisseur der ersten Premiere im Alten Theater, Herr Klaus Gehre. Herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo. Meine Damen und Herren, lange haben wir uns nicht in diesem Format sehen können. Wir freuen uns natürlich wieder, zu Ihnen in die häuslichen Stuben kommen zu dürfen. Und wir haben natürlich bedingt durch die Pandemie einen gewissen Abstand miteinander. Dennoch soll das unserem Dialog oder unserem Triell keinen Abbruch geben. Ich darf zu Beginn auf die nächste Premiere eingehen, die im Alten Theater am 1. Oktober über die Bühne gehen wird. Vom Winde verweht, ein sehr bekannter Name, ein Filmtitel, ein Bestseller, würde man sagen. Auch das Buch dazu natürlich, die Voraussetzung. Vom Winde verweht, von Margaret Mitchell und anderen geschrieben. Die Erstveröffentlichung dieses Buches 1936. Und 1939 dann der berühmte Film, der Ihnen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, sicherlich bekannt ist, mit Vivien Leigh und Clark Gable in den Hauptrollen. Nun also das Theaterstück, ein echter Publikumserfolg, und in der Regie von Klaus Gehre. Ich bin natürlich neugierig, ein bisschen, wenn Sie über das Konzept dieses Stückes erzählen, welche Erwartungen der Zuschauer wird haben können. Aber ganz zuvor möchte ich Sie kurz unserem Publikum vorstellen. Sie sind ja schon in der vergangenen Spielzeit in Dessau mit einer Regiearbeit Mission Mars bekannt geworden. In einer Pandemiefassung, muss man sagen. Wir haben ja auf der großen Bühne gesessen und das Spiel war mittendrin. Ein echtes gelungenes Experiment in schwierigen Zeiten. Jetzt wieder auf der Bühne des Alten Theaters, wo doch deutlich mehr Möglichkeiten und Mittel des Theaters zur Verfügung stehen. Sie sind in Riesa geboren, haben neben einer Krankenpflegeausbildung und einem Beginn Medizinstudium, Literatur- und Philosophiestudium, dann sich dem Theater hingezogen gefühlt. Unter anderem haben für Heiner Müller Werksausgaben die Redaktionsarbeit innegehabt, einen Lehrauftrag für Regie, haben mehrere Inszenierungen verantwortet, Berliner Off-Theater, Regieassistent am Schauspiel Leipzig, und seit 2010 sind Sie freier Regisseur in mehreren Bühnen und zuletzt in Dessau hier bei uns, oder das war sozusagen Ihr Debüt in Dessau, Mission Mars. Jetzt vom Winde verweht. Ja, wie kommt man zur Auswahl dieses Stoffes? Vielleicht muss ich da auch den Schauspieldirektor mit einbeziehen. Wie kommt man als Eröffnungspremiere im Alten Theater auf diesen sehr spannenden Stoff? Naja, vielleicht zwei Sätze zur Entstehungsgeschichte von Winde verweht. Sie haben es ja schon angesprochen. Es ist ja so ein bisschen sowas wie ein amerikanischer Mythos, dieser Stoff. Ja? Manche sagen, es ist so eine Art Nationalroman, der aber eigentlich etwas macht, was man aus heutiger Sicht eigentlich nur kritisch sehen kann. Dass er eigentlich eine Geschichte nimmt, die lange zurückliegt und auf eine Art montiert und umschreibt. Also Margaret Mitchell, die Autorin von Vom Winde verweht, schreibt ja in diesem Roman über einen Krieg, der aus ihrer Sicht 70, 80 Jahre zurückliegt, über einen Krieg zwischen beiden Hälften des Landes und über eine Spaltung dieses Landes. Und sie konstruiert in Vom Winde verweht eigentlich die Idee von den amerikanischen Südstaaten, die Idee eines Landes, das es so nie gegeben hat. Ja, also wenn man den Roman dann liest, dann, das haben wir auch immer wieder in der Vorbereitung gemerkt, wenn man Vom Winde verweht liest, dann liest man von einer Zeit, wo gütige Großgrundbesitzer mit glücklichen, versklavten Menschen auf den Feldern dort ein schönes Leben führen und von sehr bösen Nordstaatlern, genannt die Yankees, angegriffen werden und wo dieses humanistische Paradies leider vom Winde verweht wird. Und interessant daran fanden wir bei der Vorbereitung, dass so ein Roman so einen Erfolg hat in einem Land wie Amerika, dass es einen Film gibt, der im Prinzip so einer der großen Hollywood-Epen in der Filmgeschichte geworden sind, obwohl er eigentlich etwas macht, was eine Neuschreibung und Umdefinition von Geschichte ist. Und
Klaus und ich kennen uns jetzt ja auch schon mehrere Jahre. Wir haben in Braunschweig viel zusammengearbeitet und haben da schon immer über diesen Roman gesprochen, wo wir auch immer gesehen haben, dass da eine Faszination auch deshalb für uns, glaube ich, davon ausgeht, weil es etwas beschreibt, was wir auch kennen. Also auch sowohl in der bundesrepublikanischen Geschichte als auch in der Geschichte der ehemaligen DDR gibt es ja diese Phänomene, dass je weiter etwas zurückliegt, desto mehr wird die Geschichte montiert und von verschiedener Seite bearbeitet, bis dann plötzlich sowas passiert, dass vielleicht eine sozialistische Diktatur in manchen Zeugnissen der Medienproduktion doch sehr kuschelig erscheint, als ein sehr schönes, anderes, besseres Deutschland. Und das war, glaube ich, als wir, glaube ich, vor zwei, drei Jahren das erste Mal darüber gesprochen haben, der Anlass zu sagen, das ist etwas, was hier in Dessau etwas ist, was Leute bewegen kann und was wir auf der Bühne ausprobieren wollen, wie man sich hier so einer Geschichte nähert. Das vielleicht so vorweg. Wenn man sich damit beschäftigt, gibt es den Begriff Dream Remembered als völlig irreales Bild der Vergangenheit, was Sie gerade beschrieben haben. Wie kann man das als Regisseur auf der Bühne umsetzen? Oder wie setzen Sie so? Das ist... Vielleicht mal nochmal zu diesem Vom Winde verweht. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Vom Winde verweht als ein Stoff, als, dass der mich interessiert hat, als Stoff, war eigentlich verbunden mit meiner ersten Amerika-Reise. Also man kommt nach Amerika und wenn man aus Deutschland kommt, kommt man ja auch mit ganz vielen Vorurteilen nach Amerika. Und dann merke ich mit einmal, als ich da ankam, vor 9 Jahren, dass ich kann diese ganzen Vorurteile muss ich zur Seite tun, weil es ein bisschen anders ist, als man so denkt. Und was mich sehr fasziniert hat, ich war sehr fasziniert von diesem Land, von Amerika und war insofern fasziniert, dass dieser Bürgerkrieg, der 100 Jahre zurückliegt, 150 Jahre zurückliegt, quasi so ein Einschnitt war in einem Land und 150 Jahre später sehe ich ein Land, was diesen Bürgerkrieg, ich sag mal, in irgendeiner Form in sich aufgehoben hat und quasi zu einer neuen Nation geworden ist. Mit einem Stolz oder mit einem Bewusstsein, das hat mich, ich komme ja aus dem Osten, hat mich sehr interessiert, wo ich immer dachte, die Wende ist jetzt 30 Jahre zurück. Und es ist so frappierend, dass diese Wende noch so aktuell ist. Und dass der Weg, also die Vorstellung, wie lange wird es eigentlich dauern, bis Ost und West eigentlich zusammengewachsen sind, so wie Nord und Süd irgendwo zusammengefunden haben. Und natürlich, dass das nicht zusammengewachsen ist, sieht man ja in der aktuellen Geschichte auch von Amerika, was da quasi immer wieder aufbricht. Und trotzdem hat mich das als Stoff total interessiert, dass diese Vergangenheit, die so weit zurückliegt, irgendetwas quasi, oder die Beschäftigung mit dieser Vergangenheit etwas zu unserer Gegenwart beiträgt oder in unsere Gegenwart führt. Und deswegen war das für mich interessant, das eigentlich mit diesem Nord-Süd-Konflikt als auch eine Folie zu sehen für einen Ost-West-Konflikt, der quasi unübersehbar quasi noch vor uns liegt oder offen liegt. So, also ich habe immer früher, musste ich immer lächeln, wenn man gesagt hat, 68 ist quasi ist die Auseinandersetzung mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Da ist quasi noch was nicht aufgearbeitet, wo ich immer dachte, mein Gott, 68, das ist 25 Jahre her, das kann gar nicht sein. Und als mit einmal die Wende 25 Jahre her war, habe ich mit einmal eine Vorstellung bekommen davon, dass das schon irgendwie Sinn macht, dass die Zeit, obwohl sie so weit zurückliegt, noch so eine Relevanz hat und so eine Energie irgendwo unter der Oberfläche hat. So, das ist eigentlich so der Zugriff oder der Hintergrund, warum wir diesen Stoff gewählt haben. In der Roman oder die Autorin geht ja quasi 80 Jahre zurück in die Sezessionskriege von 1936 auf 1860. Ja. Und Sie hatten es ja schon angedeutet, Sie auch, diese Ost-West-Geschichte. Beziehen Sie es konkret darauf oder man könnte es ja auch auf andere verklärte Vergangenheiten beziehen? Ne? Da könnte man ja die Zeitschiene weitergehen. Also die Verklärung des K&K-Reiches, die Verklärung der Zeit der Weimarer Republik oder die Verklärung von uns in Ostdeutschland Lebenden, die eine verklärte Beziehung haben zu Wladimir Putin. Man könnte es ja ziemlich vielfach, diese Verklärung. Das ist interessant. Also jetzt, als die Räuberpremiere war, in einer Kritik wurde auf die Kassow-Inszenierung von 90 verwiesen, von 91 oder 90.
Und was ich interessant fand, dass ein Mensch, ein Künstler wie Frank Castorf, der quasi immer quer zum System stand, mit einmal in dem Moment, wo das System untergeht, mit einmal eine ganz sentimentale Haltung bekommt und mit einmal die Modeldaten singen lässt am Ende der Inszenierung. Und das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Also man macht sich, glaube ich, gar nicht, oder es ist, sagen, man macht sich manchmal gar nicht klar, was eigentlich alles untergeht, wenn etwas untergeht. Das ist ja dann nicht nur, sagen, das ist ja dann nicht nur ein irgendeine Art von System, sondern da geht ja sehr viel mehr weg. Also das ist, und ich versuche das immer zu, wir arbeiten ja mit einem Ensemble, was fast durchgängig eigentlich nur westdeutsche oder Nachwende, sagen, Sozialisationserfahrung hat. Wie kriegt man eigentlich ein Verständnis dafür, was ist 89, 90, sagen, auch weggebrochen, sagen, noch jenseits der offiziellen Strukturen? So, und dann habe ich immer dieses Beispiel, wenn Wetten, dass quasi abgesetzt wird, dann kann man sagen, Wetten, dass ist, die Sendung ist abgesetzt, und ich fand Wetten, dass immer doof, aber mit Wetten, dass gehen quasi auch Abende, sagen, eine Erinnerung an Abende mit sagen, auf dem Sofa, mit irgendwelchen, sagen, Süßigkeiten, mit, also, und mit Beziehungen. Da geht ein ganzes Beziehungsgeflecht, was daran gekoppelt ist. Und diese eine Sendung geht quasi mit unter. Und mit einmal verstehe ich auch, warum, wenn Wetten, dass abgesetzt wird, weil, was ich immer blöd fand als Sendung, ich aber mit einmal sentimental werde, dass diese Sendung weg ist. Und sowas interessiert. Weil ein Fixpunkt fehlt. Ja, und weil quasi wie in Corona sind ja, sagen, der Lockdown bringt ja nicht nur die offizielle, sagen, Kontaktsperre, sondern da geht so viel an Mikrokontakten, an Mikrobeziehung eben flöten. Deswegen ist es so einschneidend. Und wird im Schauspiel auch, im Film ist ja die Mittelpunkt die Liebesbeziehung Scarlett O'Hara und der Red Butler, ist ja da so dieses Pärchen, was im Mittelpunkt steht. Ist das in der Schauspielfassung ebenso, dass ein Paar im Mittelpunkt des Geschehens in dieser verklärten zeitlichen Erinnerung steht? Was Margaret Mitchell macht, ist ja mit ihrem Roman, und darauf fußt dann der Film, ist eine Zeit wieder aufstehen zu lassen, die schon 60 Jahre zurückliegt, 70 Jahre, die sie quasi selber gar nicht mehr erlebt hat, sondern nur aus Erinnerung, aus Erzählung selber wieder kennt. Und was mich interessiert, ist eine Situation zu schaffen, wo Leute mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert werden. Wir haben eine Konstruktion gefunden, dass wir sagen, wir kombinieren dieses Vom Winde verweht mit einem alten sowjetischen Film, nämlich mit Solaris von Tarkovsky, dieser Stanislav Lem-Verfilmung. Und in diesem Film geht es darum, dass es eine Raumstation gibt, die um Solaris kreist, und alle, die auf diese Raumstation fliegen, alle Astronauten, Kosmonauten, da gibt es einen Ozean, und dieser Ozean liest aus dem Unbewussten der Kosmonauten, Astronauten, etwas aus und materialisiert das. Also diese Astronauten bekommen Gäste auf der Station. Und diese Gäste haben etwas zu tun mit ihrer Vergangenheit, die unaufgearbeitet ist. Und das ist unsere Rahmen, den wir haben. Und bei uns ist die Chris-Figur, die Hauptfigur von Solaris, dessen Gast ist Scarlett. Und die These ist, dass wir eigentlich nicht den Fokus auf Red Scarlett legen, sondern auf Ashley Scarlett. Weil das im gewissen Sinne irgendwie auch die eine uneingelöste Beziehung in diesem Film ist. Und quasi mit dem Gast Scarlett erscheint auch dann die ganze Vom Winde verweht Welt. Und was aber letztlich unser Fokus ist, ist eine Geschichte, die nicht verarbeitet ist, kehrt wieder, und du musst dich dieser Erfahrung stellen. Das ist die Konstruktion, die wir gewählt haben. Vielleicht noch ein Satz, auch als Ergänzung zu Ihrer Frage, woher kommt dieser Bezugsrahmen? Das ist jetzt ja nicht so, dass das einfach so bei uns im Dramaturgiebüro oder in unseren Gesprächen entstanden ist. Was ich sehr interessant finde und was ich mir auch zur Vorbereitung auf diese Produktion noch mal näher angeguckt habe, ist, dass es ja auf dem Gebiet der neuen Bundesländer eine sehr lebendige sogenannte Reenactment-Szene gibt. Das sind Menschen, die tatsächlich historische Schlachten nachspielen, und da wird besonders gerne praktisch reinszeniert der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, auf welcher Seite man damit Vorliebe
interessanterweise in den östlichen Teilen dieses Landes steht, nämlich auf Seite der Südstaaten. Und das war auch noch so ein Moment zu Beginn unserer Proben, haben wir auch viel diskutiert, wie kommen wir auf diesen Stoff, wie kommen wir auf diesen Stoff in Dessau. Und da meinte ein Schauspieler, der eben hierher gezogen ist, dass er beim Joggen durch die Schrebergartenvereine so oft die Südstaatenflagge über diesem Land wehen sehen hat, wie nirgendwo anders. Und wenn man dann so ein bisschen weiter recherchiert, gibt es auch richtig so soziologische Untersuchungen über diese Idee der verlorenen Sache, Lost Cause, die ja in den USA beschreibt, dass man auf dem Gebiet der ehemaligen Südstaaten diese Niederlage eigentlich ummünzt in etwas Positives, aus dem Stolz zu ziehen ist, dass man sagt, so eigentlich waren die Südstaaten das bessere Amerika und sie sind irgendwie böse hinweggefegt worden. Und dass man sich das aneignet und auch bezieht auf die eigene Geschichte in Deutschland, ist etwas, was da draußen tatsächlich passiert. Also es ist eigentlich für uns auch eine Arbeitsfrage und gewesen für die gesamte Produktion, was macht diese Faszination aus? Und man muss ja dazu sagen, dass das ja auch nicht etwas ist, eine Bewegung, die erst mit der Wende begonnen hat. Ich selber habe bei meinen Großeltern auf dem Dachboden die Amerika-Serie der Digidax, das werden vielleicht viele Zuschauer noch kennen, Mosaik, eine Comic-Serie in der ehemaligen DDR gelesen, wo man schon sehen kann, das waren Hefte vor meiner Zeit gedruckt. Irgendwann in den 70er Jahren ist die, glaube ich, erschienen, wo es damals schon eine Projektion gab auf die amerikanische Geschichte, in der man aber natürlich Konflikte verhandelt hat, die vor der Haustür lagen. Ja, Johannes Hegen, der diese Hefte produziert hat, war nie in Amerika, sondern hat sich das als Folie gegriffen. Und ich glaube, dieses sich etwas als Folie greifen, was weit weg ist, um eigene Dinge zum Vorschein kommen zu lassen, zuzulassen oder wie Klaus gerade sagte, zum Verarbeiten zu bringen, das ist auch so ein bisschen die Mission oder die Idee dieses Theaterabends, wo natürlich dann die Zuschauerinnen gefordert sind, die dann da drin sind. Ich las in der Vorbereitung auch, dass dieser Stück verglichen wird mit Krieg und Frieden von Tolstoi, die amerikanische Fassung von Krieg und Frieden. Ist ja ein großer Stoff eigentlich. Ja? Und dieser Kunstgriff, sich dieses berühmten Science-Fiction-Klassikers zu bedienen, ist, glaube ich, fast folgerichtig, wenn man jetzt diesen Vergleich zieht, oder? Naja, man braucht eine Form, um diesen Stoff überhaupt auch quasi auf den Tisch zu bringen. Mhm. Also zu sagen, wir spielen jetzt vom Winde verwehten nach, da werden wir natürlich immer scheitern. Klar. Weil sagen, der Film ist ja auch so ikonisch und natürlich ist er die Reproduktion einer rassistischen auch Verschönerung oder einer Verblendung. Mhm. Und zu sagen, wir setzen das in einen Rahmen rein, um überhaupt drauf gucken zu können oder um auch einen Abstand dazu zu gewinnen, um den Personen auch andere Möglichkeiten zu geben. Also natürlich wird die Scarlett, das ist dann inspiriert durch diesen Solaris-Film, natürlich verändert sich die Scarlett-Figur, die mit einmal ein Problem hat, dass sie hier auf dieser Station seiend irgendwie das Gefühl hat, eine andere zu sein als im Original, als die ursprüngliche oder die eigentliche Scarlett und zu merken, das ist irgendwie, Scarlett war auch ein Monster, die hat eine Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen und das bin ich und bin ich das eigentlich und so. Also eigentlich ich würde fast sagen, es ist ein Raum, um sich seinen Abgründen zu stellen oder auch eine Vergangenheit zu stellen, die eben nicht nur gut war, wo man sagen muss, dass die Südstaaten funktionierten nur, weil ein Stacheldraht rundherum stand, so wie der Osten irgendwie auch nur funktionierte, weil ein Stacheldraht rundherum stand und in dem Moment, wo er offen war, ist es implodiert. So. Und natürlich ist es immer auch wagemutig, solche Analogien herzustellen. Zwischen der Süden ist der Osten und die Sklaverei ist das Unrechtssystem in der DDR. Das ist, ich würde mal sagen, diese Solaris-Konstruktion gibt uns die Möglichkeit, über Unrechtssysteme nachzudenken. Mhm. In Mission Mars waren Sie auch verantwortlich für die gesamte Bühne. Ja. Für die Ausstattung wird es hier auch in dieser Produktion so sein, dass Sie das Gesamtkunstwerk quasi in Szene setzen. Wir sind gespannt, wir freuen uns drauf, 1. Oktober, diesen großen Stoff. Ich fand es interessant, auch die Autorin des Ganzen, die hat das ja geschrieben mit 26 Jahren, hat die 10 Jahre lang an dem Stoff geschrieben, in der Bettlägerigkeit und hat dafür dann sogar den Pulitzerpreis gekriegt. Und die Straße, die sie ganz oft im Winde verweht erwähnt, war dann letztendlich auch der
Ort ihres Todes, als sie 49-jährig von einem Auto überfahren wurde. Welche Dramatik. Und posthum wurde sie geehrt für ihre große Menschlichkeit. Sie hat ja dann ganz viel von dem Geld, was sie auch eingenommen hat, von diesem großen Stoff, dann für die Befriedung ihres Landes getan, sehr viel humanitäre Aufgaben übernommen. Fand ich sehr interessant. Und das im Kontext dessen, was Sie sagen, dieses Übertragene, dieses Stück ist der tiefe Sinn und diese verwaschene Vergangenheit, die man sich so ein bisschen schön denkt und schön redet, auf heutige Zeit zu heben. Also wir sind gespannt. Vielen Dank. Das ist die nächste Premiere im Schauspiel. Was haben wir denn noch so für interessante Vorstellungen und Produktionen, die in der Spielzeit 21/22, Herr Kuhlmann, auf uns warten werden? Ja, wir sind schon im Thema drin bei der Vergangenheit. Man muss ja sagen, wir haben einen Teil dieser Sachen vorbereitet für eine Spielzeit, die dann auch vom Winde verweht worden ist. Also die letzte Spielzeit. Dieser Abend sollte eigentlich am 3. Oktober rauskommen, was ja auch ein Zeichen ist. Also genau 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und dieses Thema, die Vergangenheit des Ortes zu suchen, die wichtig ist zu verstehen und mit der es meines Erachtens auch wichtig ist, sich als Theater auseinanderzusetzen. Das zieht sich eigentlich durch die gesamte Spielzeit. Ja, wir haben vorhin schon im Vorgespräch über die Premiere von Die Räuber gesprochen, in der Inszenierung von Milan Peschel. Ein ganz anderer Zugriff von einem Regisseur, der eine ganz andere Biografie wiederum hat als Klaus, der aber auch sich in dieser Inszenierung sehr viel von sich erzählt. Das kann man, glaube ich, so sagen. An einem Stoff, wo es auch um eine Umbruchssituation geht, wo es auch um einen Umbruch geht, der zwar mit Schiller lange zurückliegen mag, vermeintlich, der uns aber heute noch was erzählen kann. Und das setzt sich auch bei der nächsten Premiere fort, zum Beispiel die Uraufführung Monster wie wir von Ulrike Almuzanding. Das ist auch eine junge Autorin, die einen Roman geschrieben hat über zweierlei Kindheiten auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und wie die sich fortsetzen, bis sie schließlich erwachsen sind und in unserer Zeit angekommen sind. Wie verlaufen so Entwicklungsläufe? Das ist ein ganz großes Thema in unseren Produktionen. Bis hin zu geschlossenen Systemen wie ein Schloss in Helsingør, das wir alle kennen aus Shakespeares Hamlet, was dann eine große Schauspielpremiere sein wird im nächsten Jahr, wo wir gucken, wie so Systeme funktionieren, wie so Machtsysteme funktionieren. Und ich glaube, dieser Schatten der Vergangenheit von ganz weit entfernt von uns bis zu heute, das ist das, was sich so durch diese Spielzeit zieht, was auch natürlich nicht immer nur so, fast möchte ich sagen, düster sein muss, sondern auch sehr vergnüglich sein kann, zum Beispiel, wenn wir nächsten Sommer nach Wörlitz gehen und dort uns ein Molière angucken, mit dem interessanten Titel Der Bürger als Edelmann, wo ja gleich mehrere Fragezeichen auftauchen. Ja, das ist auch das, was wir ja in unserer Produktion immer diskutieren. Was ist das eigentlich heute für eine Gesellschaft? Was ist eigentlich heute ein Edelmann? Und nicht zuletzt, was ist eigentlich heute ein Bürger? Und da würde ich dann die Frage anschließen, was will der Bürger eigentlich heute im Theater sehen? Also ich glaube, wir haben, wenn man es so zusammenfassen kann, sehr viele unterschiedliche Ästhetiken und wir gehen sehr aus von den Biografien unserer Regisseurinnen, die bei uns arbeiten, die etwas von sich teilen mit unserem Ensemble und das auch mit dem Publikum teilen wollen an diesem Ort hier. Das sind alles Sachen, die wir so nur in Dessau machen können, die etwas mit dieser Region hier, ich bin da fast so ein bisschen leidenschaftlich, weil ich in Halle geboren bin und quasi um meine Großeltern hier eine Verbindung zu haben, das kann man hier nur so erzählen. Das sind eigentlich Fragen, die man nur hier stellen kann und auch stellen muss, meines Erachtens. Sie hatten erwähnt, jetzt die Räuber hatten Premiere gefeiert vor einer Woche und so anderthalb Wochen und Hamlet als große Produktion im März dieser Spielzeit, also nächstes Jahr, und im Kleinen Haus jetzt, also die besprochene Premiere von Winde verweht, dann haben wir sicherlich noch ein paar andere Produktionen. Das Kleine Haus ist tatsächlich, kann man sagen, inzwischen unser Uraufführungshaus geworden. Ja. Also wir sind auch ein bisschen stolz, dass wir nicht weniger als 5 Uraufführungen in der nächsten Spielzeit haben. Von Winde verweht ist eine, wo Klaus uns ja praktisch eine Überschreibung macht von einem Klassiker. Eine weitere wird sein, eine Auseinandersetzung mit dem Schriftsteller Tschernikau, der, glaube ich, auch hier einen besonderen Klang hat. Ein ostdeutscher Autor, der erst mit seiner Mutter gen Westen gereist ist, der dann später aus dem Westen tatsächlich zu denen gehörte, die wieder zurück emigriert sind, praktisch aus dem Westen in die DDR, um dann dort als Schriftsteller zu leben. Und der hat ein großes Romanwerk hinterlassen und es gibt den Autoren und Regisseur Christian Franke, der mit diesem Autor und mit zwei Schauspielern und einer Puppenspielerin eine Performance zu diesem Abend entwickelt hat. Eine Uraufführung, die im Prinzip diese Geschichte, Christian Franke sagt immer so schön, diese Geschichte der Diva von West-Berlin nachzeichnet für uns im Alten Theater. Das wird eine Uraufführung sein im Januar. Dann haben wir etwas, was ich einordnen würde für alle, die gerne Netflix gucken, in die Gattung des Mystery-Thrillers. Wir bringen Nachts im Ozean auf die Bühne. Das ist ein versponnenes Traumwerk, eine Geschichte, die in Montevideo spielt, aber auch natürlich Bezüge hat zur deutschen Theaterszene.
die im November rauskommen wird. Das haben wir teilweise vorproduziert in der Corona-Zeit. Das ist auch eine Uraufführung von dem Autor Michel Descartes, der interessanterweise zum ersten Mal bei uns Regie führt. Also der ist extra hierher gekommen, um hier dieses Werk auf die Bühne zu bringen. Und ja, so geht das weiter. Also wir haben einen Uraufführungsreigen, würde ich sagen, im Alten Theater. Und wir haben große Klassiker im Großen Haus und gehen so durch die Spielzeit. Es gibt vielleicht noch eine Produktion, die sei zum Schluss erwähnt. Es gibt einen Roman, der heißt Für immer die Alpen, auch eines jungen Autoren. Der erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der im Rückblick erzählt von einer Kriminalfall, vom Klau einer Steuer-CD. Da geht es um Steuersünder und von einer Verfolgungsjagd bis hin in die Schweiz. Und das ist ein Roman, wo es eigentlich immer darum geht, wie stelle ich mich selber dar, wie positioniere ich mich selber und was ist eigentlich die Wahrheit dahinter. Und den werden wir auf die Bühne bringen von einem sehr jungen Performance-Kollektiv, James und Priscilla heißen die, die natürlich, wenn sie an so einem Roman reingehen, eigentlich viel, wir haben gerade selber darüber gesprochen, über diese Generation der 20- bis 30-Jährigen erzählt, über deren Diskurse von Identität. Das werden wir dort auf der Bühne finden, in einem sehr vergnüglichen Kriminalroman, kann man sagen. Und eigentlich ist so der große Anspruch, da müssten wir, glaube ich, zum Schluss nochmal gemeinsam hier zusammenkommen, ob er dann auch eingelöst worden ist, dass wir eigentlich die Gesellschaft in ihren Facetten hier zusammenbringen wollen und dass jede Inszenierung ein Baustein davon sein kann und dass man deswegen eigentlich am besten sich all diese Dinge angucken sollte, um das so als Ganzes zu erfahren, so als ein Programm. Ein bisschen wie ein Festival, das dann eine Spielzeit andauert. Vielen Dank. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben einen begeisterten, enthusiastischen Schauspieldirektor gehört. Ich denke, ein Angebot von jung bis alt für alle, die Theater mögen, die Unterhaltung mögen, die sich ernsthaft mit Geschichte und Geschichten auseinandersetzen, die Vergnügliches erwarten. Also wir sind gespannt, wir freuen uns drauf. Herr Gehre, für die kommende Premiere, toi toi toi, eine Uraufführung, die erste quasi in dieser Spielzeit von dem Reigen, den es Herr Kuhlmann eben noch hat vorgestellt. Toi 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 und vielen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. Danke. Wir danken auch. Thank you.